Elversberg gegen Ingolstadt. Das war auch das Duell der beiden Trainer. Hier Horst Steffen, sein Vertrag unter der Woche bis 2026 verlängert. Ruhig, besonnen. Und auf der anderen Seite der Trainer-Vulkan, Rüdiger Rehn. Rein in dieses Spitzenspiel. Die ersten 15 Minuten dominiert von den Abwehrreihen. Minute 17, Brackelmann mit dem Befreiungsschlag. Oder auch nicht, schaltet ab, Pfeil nicht. Schnellbacher ist da, 1:0 für den Spitzenreiter. Lukas Schnellbacher mit seinem 10. Saisontor und wir werden es sehen, eingeleitet von Brackelmann. Hier, sein Befreiungsschlag kommt nicht raus, er schaltet ab, den kriegt doch keiner mehr. Doch, Pfeil kratzt ihn von der Linie, Schnellbacher ist da, macht das 1:0. Die frühe Führung für den Tabellenersten. Und Elversberg blieb dran, nur 120 Sekunden später. Das hier ist Woldemade. Woldemade rein in den 16er, Brackelmann ist hinter ihm. Brackelmann lässt das Bein stehen. Schiri Winter sagt, 11 Meter. Und wir schauen noch mal drauf, eine harte Entscheidung. Aber da ist ein kleiner Kontakt da, der hat Winter gereicht. Und jetzt Jakobsen mit der Chance zum Doppelpack. Und Jakobsen macht das 2:0. 19. Spielminute, der Spitzenreiter in der Spur. Da kann man sich auch schon mal mit einem Mützchen feiern lassen. Und Elversberg blieb dran. Wieder Woldemade sieht Jakobsen stark. Jakobsen rein in den 16er. Vorbei an Sapai. Hat den Kopf oben. Wohin damit? Das kurze Eck ist auf. Und er macht das 3:0. Und das ist rotzfrech. Doppelpack für Jakobsen. Trippelpack für Elversberg. Die Partie schien schon früh entschieden. Noch keine halbe Stunde gespielt. Und hier kann man noch mal sehen, wie frech er dieses Tor macht. Ingolstadt geschockt. Ingolstadt blieb aber in der Partie, kämpfte sich zurück. Kurz vor der Halbzeit. Brackelmann jetzt mal im anderen 16er. Und das ist Butler. Steckt den Fuß rein. Und da haben wir den Anschlusstreffer. Brackelmann mit dem Wellental der Gefühle. Hier mal im gegnerischen 16er macht er klasse, bekommt den Ball hier, zieht sofort ab und Butler steht da, wo ein Torjäger stehen soll, steckt den Fuß rein. Nur noch 1:3, vielleicht geht ja noch was, wird sich auch Rüdiger Rehm zur Pause gedacht haben. Rein in Halbzeit 2, 52. Spielminute, langer Schlag, raus aus der Hälfte der Ingolstädter. Testroth eingewechselt auf Dittgen und da kommt Christoph raus und er kommt zu spät und Dittgen macht das 2:3 und plötzlich haben wir wieder ein Fußballspiel. Dittgen mit dem Anschlusstreffer und plötzlich der FC Ingolstadt auch numerisch in Überzahl. Pinkert mit Gelb-Rot und wir werden gleich sehen, warum. Die Entscheidung geht in Ordnung. Hier, kommt zu spät, trifft Sapai auf den Fuß und plötzlich Ingolstadt ran und Ingolstadt mit einem Mann mehr. Bis Minute 72. Das hier ist Woldemade gegen Brackelmann. Es gibt 11 Meter und es gibt Gelb-Rot für den Verteidiger und sein Nachmittag damit beendet. Woldemade holt den zweiten Elfer raus. Und wieder heißt das Duell Jakobsen gegen Funk. Und wieder macht es der Jakobsen 4:2. Das die Entscheidung, oder? Sein drittes Tor an diesem Nachmittag. Aber Ingolstadt blieb dran, erzielte noch ein Abseitstor. Und jetzt sind wir tief in der Nachspielzeit. Einen haben wir noch. Die Flanke von Kostli. Elversberg bekommt den Ball hier nicht weg. Klasse Parade von Christoph. Und dann ist es Dumbuya. 90+5. Der Anschlusstreffer zum 4:3. Aber um es vorwegzunehmen, das war die letzte Aktion in dieser hochemotionalen Partie. Da waren so viele Emotionen drin bei Rüdiger Rehm, der jetzt bei uns im Mikro ist. Ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, weiß, wer am meisten kritisiert werden muss. Und ich äußere mich dazu nicht, weil es ist nicht das erste Mal und deswegen nehme ich das so hin. Ja, ich war mit meiner Mannschaft trotzdem auch nicht zufrieden. Ich bin überhaupt froh, dass es möglich war, dass so viele Menschen heute Morgen den Weg hierher gefunden haben. Einen großen Dank an die Menschen, die den Platz freigeschaufelt haben, weil als ich aus der Tür ging und 20 cm Schnee lag, hatte ich das Gefühl, es kann nicht funktionieren. Und wenn dann das Spiel 4:3 ausgeht, dann kann ich einen Riesendank an die Leute richten. Der Winter konnte seine Mannschaft nicht stoppen, der FC Ingolstadt auch nicht. Heißt, das Elversberger Wintermärchen geht weiter. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.